Ja, und damit hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Da sind wir wieder bei einer neuen Folge Minecraft Afterlife. Und heute geht es um diese beiden schönen Geräte hier. Wir bauen uns einen Autocrafter, der die ganzen Erze hier verarbeitet. Und ich hoffe, ihr habt Bock drauf, denn ich freue mich. Da sind wir also jetzt wieder zurück. Hinten in unserem kleinen Industriegebiet, sag ich mal Industriegebiet, weil es ist hier nebenan, habe ich schon ein bisschen was gemacht und das möchte ich gerne heute auch weiterführen hier für die Siebe und für die Autohammer. Hammer? Metzler von Hammer? Hammer. Ihr seht es ja schon, ich habe nämlich hier von RF Tools den Crafter gemacht. Hier ist er dafür da, dass er vernünftig ist, damit er uns ein bisschen Plastik beschert. Und sowas ähnliches würde ich gerne auch hier machen. Nämlich, ich finde das ein bisschen störend, dass er hier die Ore-Pieces die ganze Zeit reinballert. Ja, das ist okay. Gasträne. Ich weiß nicht, wo wir die herbekommen haben. Ah, ich habe Seelensand kurz reingeschmissen gehabt, ne? Ist immer noch Seelensand drin? Ne, der müsste jetzt komplett leer sein, ne? Ja, okay. Da kam das her. Und wir müssen uns überlegen, übrigens, so möchte ich das Design generell jetzt machen. Da ist eine Sugarcane Farm drin, die habe ich zwischen den Folgen, zwischen den Aufnahmen ein bisschen gebaut, weil ich mir gedacht habe, okay, hey, wir haben jetzt hier noch nicht so viel, was wir gebaut haben. Sollten wir vielleicht mal langsam und sicher ein bisschen schöner machen. Und das war das Erste, was ich jetzt so vom Design her ein bisschen gebaut habe. Und ich würde gerne auch so hier generell alles da machen. Aber das ist jetzt nicht Thema der heutigen Folge, denn wir wollen das hier in den Griff kriegen. Und dafür brauchen wir den Autocraft. Ach, jetzt eine Störung. So, den Autocraft. Habe ich den noch oben drinnen? Nein, habe ich natürlich nicht. Gucken wir mal schnell. Das kriegen wir schnell. Autocrafter. Sehe ich ihn schon? Autosmelter. Okay, dann suche ich einfach Crafter. Ihr seht, es gibt ganz viele Wege. Wir können das über Extra Storage machen. Refined Storage kann das auch. Aber ich würde das gerne über RF Tools Utility machen. Weil es einfach mit am einfachsten ist. Und es ist auch relativ einfach einzusetzen. Ich will mal kurz gucken. Crafter Tier 2. Tier 1, Tier 2. Wo ist der Unterschied? Okay. Zeigt er mir nicht an. Ist aber auch nicht schlimm. Wir brauchen 2 Workbenches, die können wir eben schnell machen. Machen wir die mal eben schnell, da müssen wir noch genug dafür haben. Zack und zack. Redstone-Fackeln, ja, die habe ich noch nie gemacht, ne? Ja, die. Ich mache mal zum Stack, können wir da reinschmeißen. So, haben wir die nämlich auch mal dabei. Machine Frame. Oh, wir haben keinen blauen Farbstoff mehr. Aber Gott sei Dank, aber ich glaube, das ist Lazuli ohne Ende. Zack, kann da rein. Dann müssten wir uns auch so ein Machine Frame machen können. Machen wir mal 2, weil man weiß ja nie, wann wir die nochmal brauchen. Und das ist unser Crafter. Wir müssen mal eben kurz gucken, wie wir es am schlausten machen. Theoretisch bräuchten wir einen Buffer, wo die Kabel dann alle reinrennen. Die Kabel habe ich ja da unten so verlegt. Wo eine Pipe dann reingeht. Per Filter, das dann rausfiltert. Okay, wie viel Platz haben wir denn hier? Wir haben ja eigentlich genug Platz. Ich würde den Crafter gerne sichtbar halten. Dementsprechend stelle ich den. Den können wir mal hinten hinstellen. So, stellen wir den hier hin. Klack, klack, klack. Das sammeln wir mal kurz ein. Okay, das kann direkt weg. Ich brauche noch einen Flux Point. Da haben wir einen schon. Mundo. Zack, der kommt daran. Und hier drin, momentan können wir hier nur 2 Rezepte machen. Und da muss ich mal eben
Oder müssen wir mal eben kurz zusammen gucken? Dass wir da mehrere kriegen. Oh, es wird Nacht, dann legen wir uns mal schnell hin. Zack. Guten Morgen. Nichts gespawnt, nichts gespawnt. Da hinten sind Spinnen. Okay. Wir können hier schon filtern, aber das reicht mir das reicht mir generell noch nicht, weil ich möchte gerne mehr machen. Aber ich weiß nicht, warum wir gerade für Tier 2 die Sache nicht anzeigen. Ah, da brauchen wir einen Crafter Tier 1. So baut das aufeinander auf. Backpack habe ich, glaube ich, gerade nicht drauf. Das war auch nicht schlimm. Okay, wenn das aufeinander aufbaut, ist das ja perfekt. Crafter Tier 2. Dafür brauchen wir wieder Crafting Table. Ja, den kennt er nicht, weil ist nicht drinne. So, Crafter Tier 2, Tier 3. Was brauchen wir da denn für? Ach, das ist immer das gleiche. Ja, komm, hier. 21 Stück. Dann können wir das nämlich, wenn das immer das gleiche Rezept ist, dann können wir das hier auf höchste Stufe bringen. So, machen wir jetzt Tier 4. Oh, Tier 3 ist das höchste bei RF Utilities. Okay, gut, dann haben wir das ja schon. Perfekt. Dann müssen wir jetzt nur hier wieder dran. Ja, ich krieg Strom. Herrlich. Das sollte reichen an den Rezepten. Wir müssen aber mal eben kurz gucken, was wir alles so rauskriegen. Also ich gucke mal eben, was wir hier für Ore Pieces überhaupt generieren können. Und dann zeige ich euch gleich, wie man das hier ganz entspannt einstellt. Ich habe mich ja nicht schlau gemacht und es gibt nur Gold Ore Piece, Iron Ore Piece, Cobalt Piece und Kupfer Piece, also Copper Ore Piece, beziehungsweise Chunks davon. Und wir können hier ganz einfach die Dinger zusammenfassen. Einfach Doppelklick drauf. Da, da, da und da. Ihr seht, hier ist es schon drin. Zack, Apply. Fertig. Und wir können ja noch einstellen, alle Items genutzt werden sollen, dass eins immer drin bleiben soll. Wir können sagen, ob das rausgezogen werden darf oder nicht. Mit einem Buffer, ohne Buffer. Wir machen das einfach mal auf All und Extract. Machen dann das nächste Rezept. Machen wir jetzt einfach mal Gold. Schön ist, ihr braucht hiervon nur eins. Auch wenn ihr hier 9x9 Feld habt, ihr braucht immer nur eins davon, weil er das als Shadow dann nimmt. Also quasi als Kopie. Das immer schön hier reinziehen. Das müsste auch über JEI eigentlich gehen. Das können wir mal kurz gucken. Wir haben jetzt. Wir müssen Iron Ore machen. Iron Ore. Wo ist es denn da? Oh nee, das geht nicht mehr. Das geht nicht mehr. Das ist schade. Das ging mal eine Zeit lang, dass man das hier auf dem JEI rausziehen konnte. Augenscheinlich geht das nicht mehr, aber ist ja nicht schlimm. Das ist ja gar kein Problem. So, haben wir applied. Dann können wir das hier nämlich alles wieder einsortieren. Ich habe hier das mittlerweile wieder angeschlossen, weil ja, hier war vielleicht ein bisschen viel drin. Was können wir aus Flint eigentlich noch machen? Ah, Flint lohnt sich eigentlich nicht wirklich. Was wir auch machen könnten, theoretisch, ist hier auch noch ein Electrical Furnace hinstellen, der das dann alles direkt einschmilzt. Das wäre auch noch schlau. Ich glaube, das machen wir noch eben schnell. Komm. Furnace. Oder Electrical. Wo ist er? Da, von Silence Machines. So, von Silence Machines, ne? Mechanism. Entschuldigung. Das können wir dann direkt sagen. Okay, daneben. Dann da. Bitte rein. Da brauche ich jetzt noch Pipes. Ganz viele. Oh, ich habe kaum noch Item Pipes. Oh, das ist nicht. Was fehlt mir denn dafür? Dropper, ne? Machen wir uns nochmal 16 Stück. Sicher ist sicher. Dann haben wir nämlich hier genug. Ja, das ist richtig. Dann brauche ich nochmal eben die Wrench, wie immer. Die werden wir sowieso öfters brauchen jetzt. Ehrlich. So, dann zieht er das da rein. Ja, den Import, den müssten wir eigentlich. Ich würde die hier gerne stehen lassen. Ich glaube, die lassen wir hier auch stehen. Und dann ziehen wir hier einfach einen
Kabel hin. Müsste ja eh. Ja, ist ja eh hier direkt am direkt dran. Dann machen wir das hier nämlich weg. Dann geht alles aus der Maschine direkt hier hin. Ich weiß, ich könnte auch eine Schaufel nehmen, das wäre schneller, aber hey. Der Boden kommt ja hier eh noch weg. Dementsprechend ist es gerade relativ egal, womit ich den abbaue. So, dann haben wir das so. Und das hier müssten wir auch noch routen. Wie routen wir das denn am schlauesten? Ist meine Schaufel überhaupt dabei? Oh, die ist ja bald kaputt, du. Müssen wir mal eben kurz gucken, wie wir das am schlauesten hier routen. Ist das von hier hinten? Also von hier? Ja. Ach, hier sind wir jetzt. Ja, okay, das ist vielleicht nicht ganz so cool. Ich hatte ja schon mal erwähnt, dass ich das nochmal ordentlich machen muss. Okay, ich muss. Der muss hier bleiben, weil. Ach ne, wir können ja mit der Ranch, kann man das ja sagen, dass da keine Verbindung hergestellt werden soll. Habe ich recht? Ich habe recht. Gut. Dann machen wir das eben schnell hier, zack, 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 mit der Ranch. Oh, da müssen wir hier überall jetzt einzeln hergehen. Ist aber nicht schlimm, weil das geht ja relativ flott. Aber wenn die so nebeneinander sind, dann kann man direkt sagen, pfui, lass es. Knüpsel da bitte nicht dran. Ich sehr, sehr gut finde. Oh, da könnten wir uns hier eigentlich sogar ein Rohr sparen. Ja, das können wir uns wirklich sparen, weil wir können das direkt hier runterbauen. Wir könnten theoretisch sogar hier schon dran knüpfen, aber das möchte ich nicht, weil ich finde das eh schön aus. So, da machen wir jetzt auf Extract. Machen wir dort drauf. Hier haben wir nirgends so eine Verbindung, oder? Ja, das hier kann eigentlich weg. Das Kabel ist sehr obsolet. Das hier müssen wir auch nochmal kurz wegmachen. Ja, wir können uns eigentlich so viele Kabel hier sparen, ne? Machen wir das nochmal kurz ab und oh, falsches Buch. Brauche ich nicht. Und sagen einfach hier, komm. Zieh bitte davon ab. Ah, muss ich das hier auch noch kaputt machen. Weil da habe ich ja vorher gesagt, da bitte nichts. Oder geht das so? Müssten wir mal schauen. Nee, das dürfte so nicht funktionieren. Muss ich doch so machen. Schade. Wird so nicht funktionieren, weil er sonst nämlich nicht weiß, wo er die Sachen herziehen soll. Das geht so rum, das weg, das weg, das weg, das weg. Da müssen wir leider so machen. Ist nicht die eleganteste Variante, aber so sind wir auf Nummer sicher, dass es funktioniert. Der Furnace braucht auch nochmal einen Plug. Okay, das ist ja gar kein Thema. Die Frage, die ich jetzt nur habe, ist, was geht mit den Sachen hier? Jetzt müssten wir hier irgendwo noch eine Truhe hinmachen. Das können wir machen. Ja, komm, ich lege mich mal kurz hin. Wir stellen nochmal eben so ein Barrel hin, als Zwischenpuffer. Also die Sachen, die nicht in den Crafter sollen. Die einfach ignoriert. Normales Barrel sollte da nicht reichen. Dann müssen wir hier sagen, da bitte, ja, hier brauchen wir die Sachen von Pipes. Okay, add Pipes. Da müsste es Filterkarten für geben. Click on a block to set destination. Na, das wollte ich eher nicht. Eine Pumpe brauche ich auch nicht. Okay, improve.
Advance. Okay, wir müssen sowieso die ganze Reihe durch. Aber gut, dann können wir das mal eben kurz machen. Weil momentan wird es nämlich so nicht funktionieren, leider. Was ärgerlich ist. Aber hierüber müssten wir Filter setzen können. Das Advanced haben wir, das Ultimate können wir uns auch eben ziehen. Das Infinite, das brauchen wir dafür, da brauchen wir wahrscheinlich Nether-Sterne für, ne? Ach, das Infinite ist ein Creative-Only-Mode. Ding, okay. Filter-Mode Whitelist. Ich mach Blacklist. Und dann brauche ich dich nochmal, dich nochmal, dich nochmal und dich nochmal. Heißt, der lässt jetzt alles durch, außer diese Sache. Alle? Ja. Das ist die Blacklist. Round Robin. Random. Round Robin. Redstone Mode ignored. Die bleiben da drinne. Dann muss ich ihm hier sagen, dass er die rausziehen darf. Weil dann landen die nämlich, müssten die eigentlich jetzt hier drin landen? Die Sachen. Ich schmeiß die mal alle nochmal kurz raus. Dann sehen wir ja, ob es funktioniert. Habe ich sonst noch irgendwas, was ich brauche? Nein. Hier dürfte nämlich jetzt der Flint. Ich weiß nicht, ob der jetzt gerade da schon drin war. Das ist das Problem. Das funktioniert nicht. Eventuell, weil ich das hier reinstopfen muss, ne? Dann Filtermod Whitelist. Wir finden das jetzt zusammen raus, Freunde. Das kriegen wir schon hin. Das ist ja noch gedacht. Da sind drei von drinne. Ja, den Output haben wir ja noch nicht bestimmt, ne? Das müssen wir gleich auch noch machen. Würde ich. Ne, das haben wir ja hier gemacht. Aber wieso macht das nicht? Achso, weil er kein Plug hat. Okay. Dann funktioniert das, glaube ich, jetzt so, ne? Ja, jetzt macht das richtig. Das ist gut. Und ihr seht auch hier unten alle die Sachen drinne. Übrigens, man kann auch einstellen, dass ihr das sehr langsam machen soll. Also, wenn ihr Lags haben solltet, wenn ihr das mal in irgendeinem Modpack oder in diesem Modpack auch machen wollt. Man kann auch einstellen, dass er das sehr, sehr langsam macht. Ich hab's jetzt auf Slow, weil Fast, ganz ehrlich, Fast brauchen wir eigentlich gar nicht. Okay, das funktioniert soweit. Das freut mich ja. Dann brauchen wir noch eben einen Plug. Das ist das kleinste Problem. Wir müssten eigentlich uns noch einen Plug machen können. Nein, weil wir keinen Flux Core haben. Flux Core sollten wir vielleicht auch nach Möglichkeit irgendwie automatisieren. Da müssen wir wirklich mal gucken, dass das vernünftig funktioniert. So, zack, das landet da drin. Ja, jetzt funktioniert es. Das ist doch perfekt. So, ich werde da mal eben kurz hier die ganzen einzelnen Ore-Pieces rausnehmen. Hallo Fliege. Guten Tag, Jürgen Fliege. Ja, man kennt ihn. Man mag ihn oder mag ihn nicht. Und hier vielleicht in den Boden tausche ich schon mal ein bisschen aus und dann gucken wir gleich mal weiter, was wir noch so für Schanddaten hier erleben können. Oder erledigen können, eher gesagt. Hier noch ein paar Compacting Drawers hingemacht. Das einzige Problem ist Kupfer. Wenn wir mal gucken. Da müsste genug drin sein für einen Block. Ja, okay, so nicht. Spread. Er macht daraus immer unterschiedliche. Wir haben einmal die Kupfer-Ingos und jetzt die Kupfer-Ingos. Es gibt noch eine dritte Variante davon. Ja, und beim Furnace kann ich leider nicht einstellen, was er davon nehmen soll. Ich habe übrigens hier noch ein paar Processing-Speed-Upgrades reingetan. Der braucht jetzt das 200-fache an Energie theoretisch, aber er sollte das schneller verarbeiten können. Also wir haben jetzt hier einmal, ich habe Flint jetzt hier reingepackt. Ein Stack-Level von 128, da braucht man nicht so viel.
Eisen hab ich jetzt reingepackt. Gold hatten wir ganz, ganz viel. Ihr seht, ein Stack und 41 so Blöcke. Ja, Kohle. Das war auch schon. Hier habe ich Bone-Blöcke wieder reingepackt. Hier habe ich Kobalt reingepackt. Habe ich Glowstone reingepackt. Ich wusste nicht, dass es Compressed Glowstone gibt. Wusste ich nicht. Und hier unten noch Quarz. Den Rest lassen wir jetzt aber so. Die Sachen, ich werde jetzt gleich noch zwischen den Folgen, zwischen dieser Aufnahme und der nächsten Aufnahme, nochmal kurz in den Nether reisen, um ein bisschen Netherrack abzubauen. Da werde ich auch meinen Rucksack da hinten mitnehmen. Und da werde ich auch hier, wie gesagt, so ein ähnliches Konstrukt hier drumherum bauen. Komm, wir gehen mal kurz rein. Ich glaube, das müsstet ihr noch nicht kennen. Das habe ich zwischen den Folgen gemacht. Da war zwei Reihen. Mit Sugarcane. Schön Vanilla. Sugarcane Farm. Da ist wieder Hopper Minecraft stehen geblieben. Ist aber auch nicht schlimm, ganz ehrlich. Hier wächst es schön vor sich hin. Wenn man es von außen nicht so krass sieht, habe ich Tinted Glas reingemacht. Wie gesagt, das möchte ich gerne auch hier haben. Ja, das müsste polierter Andesit sein. Ja, polierter Andesit und Granit. Die sind geschisselt. Aber das Terrakotta weiß ich nicht. Gefällt mir nicht mehr ganz so. Und hier werde ich dann das auch gleich zwischen den Folgen oder zwischen Aufnahmen werde ich das dann hier gleich auch noch machen. Denn wir sind bisher immer ohne lange Baufolgen ausgekommen. Da bin ich auch sehr froh drum, damit das ganze Let's Play nicht so ein bisschen in die Länge ziehen. Übrigens, Entschuldigung, dass es in den letzten Tagen vielleicht ein bisschen wenig gab. Ich werde jetzt einen neuen Upload-Zyklus mir angewöhnen. So alle 2 Tage sollte eine Folge kommen. Dann habe ich nämlich auch genug Zeit in der Welt hier was zu machen, die Aufnahmen zu machen, die Sachen zu schneiden, zu rendern und hochzuladen. Und ja. Ich baue hier noch eine kleine Halle drum. Das werde ich abreißen, neu aufbauen. Aber das war es eigentlich schon. Also der Crafter funktioniert tadellos, ohne Probleme. Er macht das, was er machen sollte. Hier unten die Barrel habe ich auch nochmal neu eingestellt, dass hier ein Blacklist drin ist, dass er sich nicht die Pieces reinzieht. Hier habe ich auch noch eben kurz Upgrade reingemacht mit einer Whitelist, dass er Soul Sand, weil ich ja gleich in Nether noch wollte, dass er sich Soul Sand hier vernünftig reinzieht. Der Furnace, der tut auch seinen Job. Das funktioniert tadellos. Hier sehen wir sogar gar keine Kabel. Ich würde gerne hier auch so wenig Kabel wie möglich haben, aber das geht leider nicht, weil man hier leider keinen Output setzen kann. Das ist sehr, sehr hart ärgerlich. Weil das an der Seite ist komplett für Strom. Und man könnte, wenn die Antenne daran setzen und daran setzen, aber gut. Eventuell werde ich auch hier den Cobblestone-Generator, den werde ich nicht upgraden. Ja, der läuft sowieso schon wieder hier voll. Ne, das lassen wir dann. Und ja, Freunde, das war's für die heutige Folge. Ich habe schon wieder vergessen, dass ich diese hässliche Brille auf habe. So. Und ich will erstmal raus. Übrigens, ich habe einen Totem der Unsterblichkeit. Ich habe auch so den Raid ausgelöst zwischen Folgen. Das werden wir aber jetzt nochmal nachholen, weil ich habe schon wieder das Böse oben. Das werden wir nachholen. Dann können wir das auch mal in der Folge richtig zeigen. Denn es ist sehr lustig, was da teilweise spawnt. Also, sehr, sehr lustig. Aber Freunde, damit wäre ich für heute raus. Ja, bleibt sauber, bleibt gesund. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid bei Minecraft Afterlife. Bis dahin, haut rein. Tschüss.